kind of blind love. All right. Unsere Blicke trafen. Da hat es einfach gefunkt. Na, das sieht doch irgendwie ziemlich fies aus, aber auch ein bisschen sadistisch, dann wieder ein bisschen stylisch. Etwas Romanze findet sich darin anscheinend wieder. Und damit war es der Trailer zu Companion, die perfekte Begleitung, den uns Warner Brothers ab dem 9. Januar in die deutschen Kinos bringt. Und da soll tatsächlich Horror, Romanze und Sci-Fi mit drin sein, genauso wie so ein Thriller-Gedanke. Und ich mag dieses cozy Feeling, mit dem dieser Trailer hier anfängt. Das Servieren des Essens auf einer langen Tafel, warmes Licht. Aber auf dem Shirt, das Servieren, sieht man im Grunde schon Blutspritzer und dann die skurrilsten verschiedenen Eindrücke, sei es gefesselt sein am Bett, das Eintreten einer Scheibe, dass man versucht im Auto, das Zurückziehen in einer Grube, das Ziehen einer Waffe und dann ganz viele verschnittene Momente, die im Grunde dir zeigen, wie irr und wirr hier anscheinend Elemente ineinander laufen, ohne dir aber eigentlich zu sagen, worum es geht. Lucas Cage, Jack Wade, Rupert Friend unter anderem mit an Bord, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man sieht hier von den Machern von Barbarian. Und Barbarian war schon eine sehr intensive, atmosphärische und hinten raus auch sehr mutig gedachter, vielleicht nicht für gerade jeden funktionierenden Horrorfilm, aber der hatte auf jeden Fall eine richtige Wucht. Wenn ihr den nicht gesehen habt, den könnt ihr, glaube ich, unter dem Reiter Star bei Disney Plus anschauen. Holt das gerne nach. Und dann mag ich es, wenn man einfach so ein paar Genres hier miteinander verschneidet und versucht eben in den Horrorgedanken diese Romanze mit reinzubringen. Und ich kriege so leichte The Menu-Vibes, wenn ihr euch an den Film erinnert vor ein, zwei Jahren, wenn ich das Opening dieses Trailers sehe. Kurzum, weckt mein Interesse und genau das soll ein Trailer im besten Fall ja auch tun, ohne mir zu viel zu zeigen. Insofern, alles richtig gemacht, bin ich gespannt, was Companion kann. Was sagt ihr zu diesem Trailer? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.